Juhu, Super Mario Freunde! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Dein Super Mario Maker Level. Heute die letzte Folge vom Halloween Gewinnspiel und damit auch das letzte Halloween Level. Ich bin sehr gespannt, wie das werden wird. Gewonnen als letzter und damit den vierten Amiibo bekommt der Gero. Ich habe mich auch mal an ein Halloween-Level gesetzt und ich habe es sogar von meinem Bruder testen lassen, damit es noobsicher, also für Super Mario Maker for Kids geeignet ist. Name Jack-O-Level, Halloween 2015. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch, Gero. Ich werde euch im Laufe des Abends, also nicht direkt nach dem Video, sondern im Laufe des Abends auf YouTube eine private Nachricht schicken, allen vier Gewinnern von den letzten Videos, wo ich euch dann bitte, mir halt zu sagen, eure Adresse und welchen Amiibo ihr gerne hättet. Und dann können wir gucken, ob die Amiibos verfügbar sind. Kriegen wir das auf die Reihe. Guckt also mal so morgen früh, auf jeden Fall spätestens, dann sollten die PNs im YouTube-Postfach sein. Ich möchte bitte nicht wieder auf den Gewinn sitzen bleiben, wie bei diversen anderen Gewinnspielen, die ich bis jetzt gemacht habe. Also bitte, bitte guckt nach. Bitte, das wäre mir voll wichtig. Okay. Also, dann setzen wir uns mal an dein Level. Das habe ich mir auch schon hier vorgesucht, damit wir gleich anfangen können und nicht lange wieder einen Code eingeben müssen, weil das immer ewig dauert. Und dann spielen wir unser letztes Halloween-Level. Erstmal vielen Dank für eure Teilnahme am Halloween-Gewinnspiel. Denkt daran, euch auch auf der Google-Plus-Seite Super Mario Maker for Kids zu beteiligen. Halt eure Levels da zu posten und bei anderen Leuten mitzugucken, was dort alles so abgeht. Euch einfach mal so eine halbe Stunde Zeit zu nehmen, zu schauen, weil da sind echt super coole Level gelandet. Und ich drücke jetzt einfach hier auf Spielen und bin gespannt, was mich erwartet. Ba-da-ba-ba-da-ba-ba. Gruselige Halloween-Musik. Hey, ich glaube, noch bin ich gerade draußen. Wir sind Kürbisse. Das sind Kürbisse, ne? Also definitiv Kürbisse. Das ist ja cool gemacht. Ich kriege meinen Pilz. Hier wächst ein großer Kürbis. Das ist schon ein richtiger Halloween-Kürbis. Das ist ja super cool gemacht. Mein Telefon klingelt. Das ist mir egal, denn ich bin in einer Aufnahme. Und warum macht ihr da sowas hier? Tschüss. Nee, ich glaube, das ist sowieso nur mein AB. Das macht er nämlich heute schon den ganzen Tag und ich bin so faul, ihn abzuhören. Wah! I got this! Ne? Ne? Ah. Sehr schön. Ich bin bei diesen Knochenkoopern immer so ein... Wieder kommen mehr raus. So ein bisschen ängstlich, was die Teile an... Oh, ist das cool gestaltet. Wie gut das aussieht. Diese Kürbisse, hier so eine geometrische Form, wie nennt man das denn? Die geometrische Form mit diesen sich bewegenden Plattformen drauf. Ah! Da sind Geister dran, das habe ich nicht gesehen. Das hat alles so symmetrisch, das gefällt mir total gut. Und überall sind die Pumpkins. Oh, da ist ein Haus. Ah! Die Geister! Die verfolgen... Oh, ich muss hier hoch. Okay. Die verfolgen mich! Nicht mit mir! Oh ne, ich dachte schon... Da hängt eine Kürbislaterne. Und Buhringe, wir sind ja nicht so die besten Freunde. Ah, das ist gut getimt, dass man gleich weitergehen kann. Ah, da ist auch schon das Ende. Wow! I did it! Das war ja... unglaublich hübsch gestaltet. Sehr kurz, sehr einfach, aber unglaublich hübsch gestaltet. Sieht da richtig gut aus. Da würde ich mir von dir wirklich... Ach, müssen wir mal gucken, was du noch für Level gestaltet hast. Mal so richtig was Längeres, Aufwendiges wünschen, weil die Ideen, die Gestaltung dahinter... Aber die Idee alleine, die Pumpkins da so zu gestalten mit dem Design. Ah, total der Hammer. Wahnsinn. Kann ich ein Pumpkin malen für dich? Glaube ich, ein Pumpkin malen. So, das ist ein Meisterwerk geworden. Okay, drücken. Smiley auswählen. Absenden. Und wehe. Wehe, das klappt wieder nicht. Dann ärgere ich mich richtig. Und? 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 Bitte warten. Bitte. Der von dir verfasste Inhalt wurde erfolgreich gesendet. Yes! Tada! Oh, mein schöner Pumpkin mit dem Friedhof. Sehr schön. Das ist nochmal, finde ich, ein würdiger Abschluss mit einem
einem würdigen Abschlussbild für unser Halloween-Special. Und jetzt gucken wir bei Jero nochmal rein und schauen mal, was Jero uns noch anzubieten hat für coole Level. Aber das ist auf jeden Fall großartig geworden. Sehr, sehr schöner Beitrag. Was hast du denn noch alles? City in the Night, Through the Mountain. This is the only level. Okay. Das sieht schwer aus. Was passiert da? Möchte ich mir angucken. Okay. You can always get back into the pipe you came from to reset the stage. Ach so, das sind Drehzellevel. Ach, verstehe. Okay, cool. Das ist noch leicht. Das kann ich noch. Das wird schwieriger. Nein. Wow. I did it. Warum schlitter die Bubs? Ich habe die da, die du, die da, die da, die da. Warum muss. Na, wer macht denn sowas? Das ist doch unsozial. Nee. Nein! Mann. Okay. Also, es wird immer kniffliger. Und, aber oh, da hätte ich mir jetzt Checkpoints gewünscht. Das muss ich jetzt alles nochmal machen. Habe ich gar nicht. Ich wollte nur einen kleinen Sprung machen. Das war meine Intention. Ja, die Idee ist einfach großartig. Und auch einfach großartig dämlich, wenn es um sowas geht. Was Ähnliches habe ich schon mal gesehen. Da musste man so Binding auf Isaac mäßig durch die Lande springen. Also knapp, ne? Ich wäre fast einfach auf diesen Dingern gelandet. Wieso mache ich solche Dinge? Wieso habe ich das? Ist ja gerade noch mal gut gegangen, aber musste das sein? Nein. Okay, ups. Ups. Oh Gott. Geht das hier wieder los? Nein. Wieso, Mann, der Sprung ist so richtig Scheibenkleister. Der ist so richtig super fieser Sprung. Ah, da brauche ich doch mehrere Versuche für. Wenn man wenigstens einen Pilz bekommen würde, sodass man halt nochmal die Chance hat, einmal zu patzern. Das wäre mir ja schon mal ganz recht. Es ist dann halt zu viel. Du darfst nur einmal einen Fehler machen und dann bist du von vorne gedoomt. Das ist halt dann, ups, auch wenn man natürlich eine Lernkurve hat, ups. So ist das trotzdem ganz schön. Ho! Hahaha! Not bad, am I? Ich hatte daran hatte ich gar nicht gedacht. Okay. Muss ich jetzt... Hä? Okay, alles gut. I got this. Achso, ich kann ja schon mal den hier wegmachen. Wieso? Wieso, Mario? Wieso tust du solche Dinge? Gut. Ich kenne jetzt ja ein paar Abkürzungen und Tricks. Ja, kein Problem. Ja. Haben wir alles schon mal gesehen. Nicht so spannend. Was machst du? Peace Switch und mich natzen, ne? Nein. Muss doch schnell hier durch. Nein, ich muss doch da schnell durch!
Ach Mann, oh, jetzt krieg ich das wieder nicht hin. Oh, nein. Sogar so dämlich hier irgendwie. Also, erstmal so. Egal. Okay. Nein. Okay, dafür habe ich jetzt nicht die Geduld. Ist ein tolles Level. Hast du sehr schön gemacht, finde ich gut. Aber muss jetzt nicht beenden. Es ist gut. Ist wirklich eine schöne Idee. Aber ich bin nicht so der Try-and-Error-Mensch bei solchen Sachen. Guck mal, ich war schon so weit. Wahrscheinlich war das irgendwie so das zweitletzte und ich hätte es fast geschafft. Through the Castle. Was machen wir jetzt noch? 10% Abschlussrate? Warum? Was wartet auf mich? Mit Zugbrücke. Richtig cool. Sieht unten aus wie Wasser. Okay, das war mit Through the Castle gemeint, ja. Wenn der Geist da runterfällt, ärgere ich mich. Na, den Pilz wollte ich eh nicht haben. Den Hammer wollte ich haben, Mann. Okay, I got this. Maulwürfe, die da im Schloss drin sitzen und nur darauf warten, einen zu bewerfen mit tödlichen Tod. Achso. Da, hier, whoops. Das war so geplant, alles so geplant. Ich hab das... Das ist eine gute Idee mit den Teilen hier. Hundi! Hundi, Hundi, Hundi. Hundi. Okay, bin weg. Ist gut. I got this. I got this. Oh, hallo. Muss da an die Röhre, ja? Wieso? Warum ist da so ein... Oh, die müssen da... Nee. Nee. Das muss ich ja selber gerne, aber... Nee. Geh da mal da drüben hin, oder? Ein Powerblock. Bin gefallen runter, was passiert? Achso, hier hätte ich mir ganz viel Zeug holen können. Entschuldigung. Ich bin nur gerade so ein bisschen erschrocken vor den... Okay, alles gut. Ja, nichts ist gut. Ja, geh da einfach. Fall doch da runter. Kann ich den haben? Yay! Das kann ja überhaupt nicht, ne? Wollte ich nur mal erwähnt haben. Genius! So, jetzt muss man hier nochmal anfangen, weil man muss das mit dem Schuh machen. Aber wie käme ich denn da mit dem Schuh weiter? Ah, okay. Hoch. Aha. Aha. Nee, 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 du kleine Sau, du. Also, man hat überall die Möglichkeit. Oh, das ist ja interessant gemacht. Man hat überall die Möglichkeit, mit Checkpoints voranzukommen. Danke. Ich muss bitte was? Auf die, ach so, auf die Dinger drauf. Ah, das sind dann die Checkpoints. Das ist eine tolle Idee. Kann ich mit dem Schuh da durch? Ja. Schuschu, I got it. I did it. Nice. Das war ja cool. Und das sieht aus wie Wasser. Voll gut gemacht. Warum sind Leute immer so kreativ und ich mache nur so einen Schrott? Das ist richtig klasse. Jammer macht richtig tolle Level. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Ach Manu, ich will auch können. Das macht man nur so Mist. Das richtig schön gestaltete Burgen und die Idee, wenn man dann da unten da lang kommt. Das war wie ein Oldschool Mario Level mit so eigenen Einlagen. Das hat mir total gefallen. Das war voll schön.
Ah, oh, das war wirklich voll schön. Das hat richtig Spaß gemacht. Tja, gut. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Dein Super Mario Maker Level. Da werde ich dann wieder Level von euch raussuchen. Schreibt mir also wie immer fleißig Level hier in die Kommentare oder natürlich auch auf die Google Plus Seite. Ich werde bevorzugt Level von der Google Plus Seite von Dein Super Mario Maker for Kids nehmen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung und alle Infos dazu gibt es auch in der entsprechenden Folge. Findet ihr in der Playlist. Da habe ich lange darüber geredet, wie genau die Google Plus Seite funktioniert. Und ich werde bevorzugt Level von dort nehmen, um zu gucken, wie gut die sind, ob sie sich für Super Mario Maker for Kids eignen und die wird Karpfen dann eintragen und dann in die Liste übernehmen, wenn sie gut genug sind. Und ich freue mich sehr darauf, in den nächsten Parts mal wieder was anderes außer Geister zu sehen. Bis dahin, tschüss!